Mit voller Kraft voraus. Passend, denn hier geht es um die junge Wirtschaft. Am 26. Juni 2021 veranstalteten die Wirtschaftsjunioren Altmark die Mitteldeutsche Regionalkonferenz, kurz Mirko, auf dem Flugplatz Stendal. Eingeladen waren rund 250 junge Unternehmer und Führungskräfte aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zum Erfahrungsaustausch und entspannten Netzwerken, Corona-konform mit Immunitätsnachweis oder negativem Test aus der Teststation vor Ort. Alles unter dem Motto Land schafft Wirtschaft. Ja, wir sind hier eine ländliche Region. Ich glaube, die Wiese ist genug Landschaft. Und Wirtschaft ist natürlich, wir sind auch eine Wirtschaftsregion, was wir mit diesem Wortspiel irgendwie klar machen wollten. Und wir sehen ja, wie viele Unternehmer heute hier sind, junge Unternehmer. Und deswegen kombiniert sich das ganz gut zusammen. Zahlreiche Aussteller und Fachvorträge gab es im Laufe des Tages auf der Bühne des Festivalbereichs. Den Start machte die Keynote der bekannten Fernsehmoderatorin und Motorsportlerin Lina Vandemars. Wer die Altmark besser kennenlernen wollte, hatte gleich mehrere Gelegenheiten. In Stendal gab es die Möglichkeit einer ausgiebigen Stadtführung mit zahlreichen Anekdoten aus der Geschichte der Hansestadt. Außerdem gab es die Möglichkeit eines Besuchs beim Scheunenladen der Familie Stallbaum, der für regionales und nachhaltiges Wirtschaften steht. Auch der Blick von oben war möglich. Wer wollte, konnte bei einem ausgedehnten Rundflug die ganze Schönheit der Altmark entdecken. Und wem das zu langsam war? Naja, gehört haben Sie es ja schon, das Renntaxi von MHM Motorsport. Das war so flink unterwegs, dass es selbst unsere Kamera entschärft hat. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber mindestens genauso spannend ging es auf dem Festivalgelände zu. Entschleunigung gab es höchstens beim gemeinsamen Erstellen eines Mirko-Mosaikbildes, welches Sie sich an dieser Stelle schon einmal merken können. Und während die Band Nobody Knows auf der Bühne noch für Stimmung sorgte, machte sich eine kleine Gruppe auf, das Gelände zu erkunden, bei einer Schnitzeljagd. Also das Ziel ist einfach, gemeinsam in Bewegung zu kommen, sich kennenzulernen und einfach über den informellen Rahmen mehr mitzubekommen, wer hat wo welche Kompetenzen, wer hat welche Ideen und einfach das kreative Miteinander zu fördern, Aufgabenteilung, Kommunikationsmuster zu hinterfragen und dann das Ganze natürlich auch auszuwerten und zu gucken, was hat gut geklappt, was können wir noch verbessern. Und natürlich ist der Effekt auch, das Wir-Gefühl zu stärken, dass dann einfach die Truppe sagt, ey, das war cool. Da sind ein paar Sachen in Erinnerung geblieben, die dann natürlich auch mitgenommen werden in den Büroalltag oder in das Team, um dann eben den Arbeitsprozess dazu bereichern. Mehrere Rätsel musste die Gruppe gemeinschaftlich lösen, um dann am Ende den Schatz zu finden. So geht Teambuilding. So versteht sich auch die Mirko. Kaffee, Wein und Landwirtschaft. So, Sie dürfen gerne vorsichtig zur Seite nehmen. Abgerundet wurde die Wirtschaftskonferenz traditionell durch einen Galaabend, bei welchem sich auch lokale Vertreter aus Wirtschaft und Politik mit den aus dem gesamten Bundesgebiet angereisten Jungunternehmern austauschten und vernetzten. Hier klingt bei guter Verpflegung und einem bunten Programm nicht nur der Tag aus, es ist auch der Zeitpunkt für Grußworte und Dank, beispielsweise von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Professor Dr. Armin Willingmann. Die Mirko so auf die Beine zu stellen, nach zweimaliger Verschiebung, ein Jahr später als gedacht, ist eine besondere Leistung des Organisationsteams, wie auch das Publikum findet. Positives Feedback gab es auch vom Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren, der gleich mit mehreren Mitgliedern und dem Bundesvorsitzenden persönlich angereist war. Ja, es ist eine super Veranstaltung. Der ganze Tag ist toll organisiert. Es ist eine super Location, sowohl die Abendlocation im Hangar, aber auch am Flugplatz den ganzen Tag. Stadtführungen, Keynotes, 1A organisiert. Von guter Organisation profitiert natürlich die Veranstaltung und von der wiederum nicht nur die Wirtschaftsjunioren, sondern auch Stendal als Ausrichtungsort. Na, selbstverständlich, das ist ein Ereignis, was man nicht jeden Tag hat, nicht jedes Jahr hat. Und insofern ist es schon schön, auch zu erfahren, wie junge Wirtschaftslenker die Stadt, die Region sehen. Und das ist für uns immer ein wichtiges
wenn man sagen wir Feedback, um zu erkennen, was vielleicht gut ist, was gut gelungen ist und was vielleicht noch verbesserungsbedürftig ist. Im Rahmen einer abendlichen Podiumsdiskussion diskutierten der Oberbürgermeister der Hansestadt Stendal, Klaus Schmotz, der Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann, der Landrat des Landkreises Stendal, Patrick Puhlmann und der altmärkische Unternehmer Stefan Korneck über aktuelle Entwicklungen im ländlichen Raum und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Impulse aus der Wirtschaft sollen so direkt zur weiteren regionalen Entwicklung genutzt werden. Das haben sich die Wirtschaftsjunioren auf die Fahne geschrieben. Besonderes Engagement in den eigenen Reihen wird dann auch gewürdigt, wie zum Beispiel bei Stefanie Fuhrmann. Die Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren aus dem Bördekreis erhielt die silberne Juniorennadel als Anerkennung ihres Engagements rund um die Etablierung der Wirtschaftsjunioren in ihrem Heimatkreis. Was dann folgt, war ein weiteres Beispiel für den guten Willen der jungen Wirtschaft. Sie erinnern sich an das Mosaik von vorhin? Das soll jetzt zugunsten der Aktion Stark fürs Leben versteigert werden. Moderator Holger Salmend gibt den Auktionator. 1150 zum Dritten und damit verkauft! Für über 1.000 Euro geht das Kunstwerk an den altmärkischen Unternehmer Marco Gerling. Der gespendete Betrag fließt unter anderem an das Hospiz in Stendal. Während danach die Band Ladies Live auf und vor der Bühne für Stimmung sorgte, war schon mal etwas Zeit, die Mirko Revue passieren zu lassen. Wir hatten einen wunderschönen Tag mit einem einzigartigen Konferenzkonzept, Freiluftkonzept, Festival-Feeling, einzigartig bis jetzt in den 15 Jahren der Mirko. Und wir hatten als Dresdner Gruppe und als Sachsen unheimlich viel Spaß heute mit den ganzen Aktionen. Viel Action, Auto gefahren, mitgefahren, in der Luft rumgeflogen und verschiedene Workshops besucht. Also einfach einzigartig, altmärktisch, klasse. Die Altmärkte haben einfach bewiesen, dass es eigentlich nichts gibt, was Wirtschaftsunion davon abhält, eine Mirko zu organisieren. Also egal wie widrig die Umstände sind, wir kriegen das auf die Reihe. Lauter Leben ist das Dresdner Motto im kommenden Jahr. Ob das, wie am Samstag, eine Sandmalerin beinhaltet, die die Geschichte der Mirko nachzeichnete, das wissen wir nicht. Dafür aber, dass mit der Übergabe des nicht nur symbolischen Staffelstabs der Countdown für die nächste Mirko läuft, vom 6. bis 8. Mai 2022 in der sächsischen Landeshauptstadt.